So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metal Blob Solid. Wir sind jetzt hier bei diesen, unerfassten Karten, Höhlen, die wir jetzt erfassen wollen, beziehungsweise wo wir jetzt endlich mal ein bisschen vermessungsamttechnisch tätig werden wollen. Wir brauchen noch 4 Boxen und wir brauchen noch 4 Mias. 4-4, das klingt doch gut. So, fast. Da war der Ausgang, da wollte ich nicht hin, ich will die Karte, so. Rechts oben. Rechts oben, nach unten brauchen wir also nicht gehen. Wahrscheinlich sind wir eh schon ganz unten. So. Sind nur noch 3 Mias. Charger. Binks. Star Wars? Naja, werden wir gleich sehen. Vergiss es. Das war die Geschichte. Auf dieses Spiel lasse ich mich nicht ein. Da bin ich das letzte Mal schon oft genug gestorben. Nee, 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 du. So viel Sand und keine Schäufelchen. So. Immer noch rechts oben. So, da ist schon wieder ein Teleporter. Kann ich den nehmen? Ah. Ach, das war ja die Höhle. Das war die mit den 4 Teilen, ne? Ja, genau. Das heißt, da ist ja auch nichts drin. Ganz normale Pistole. Immer noch rechts, rechts. Jetzt auf einmal wieder unten. Ja, dann gehen wir nochmal darüber. Und hier. So. Immer schön weiter rechts, sagt er. Und dann gehen wir doch immer schön weiter rechts. Lalalala. Ui. Ich bin gerade gar nicht so sicher, ob man es nicht einen Spezialanzug gibt. Na, komme ich jetzt eh wieder nicht durch. Weil ich gerade gar nicht wüsste. Wie ich da hinkommen sollte. Offensichtlich ist da ja ein Mia in Lava. Ich glaube, das sieht man sogar von der anderen Seite. Wenn man sich hier... Also hier haben wir Lava. Da unten ist offensichtlich ein Mia. Und ich bin der Meinung, da gibt es eigentlich ein Tor. Ich hüpfe jetzt einfach mal da rein. Schade. Ich hatte gehofft, das würde... Nein. Jedenfalls ist da irgendwie was Lava-mäßiges. Spreadgun, genau, Spreadgun wollte ich jetzt eigentlich. Weil ich möchte wissen...
Ob oder ob nicht. Ich kann mich an eine Stelle erinnern, ich weiß jetzt allerdings nicht mehr welche, wo ich der Meinung bin, dass es eine geheime Passage gab. Durch die man irgendwo hinkam. Ich bin jetzt aber auch nicht sicher, ob es nicht irgendwie sogar so ein Lava-Gear gab. Nee, aber irgendwie ist das gerade alles... Meh. Naja. Muss man halt woanders gucken, ob man irgendwie zu dem Mia kommt mit einem Teleporter vielleicht oder so. Und uns hier an dieser Stelle verabschieden. Da oben gibt's Teleporter. So. Einen von den beiden hatte ich schon. Naja. Passt schon. Von Anfang. So, ich bin gerade wieder wenig gesprächig, einfach weil ich gerade selber ein bisschen gespannt bin, wo die ganzen Teleporter hingehen. Ja, okay. Ja, da komme ich auch gar nicht rüber. Wenn ich jetzt versuche, kennen will, diese Tür aufzumachen, da komme ich gar nicht hin. Nee, nee, da bin ich schon gleich im Teleporter durch. Das passt schon. So. Das heißt, wir können jetzt wieder zurück. Beziehungsweise versuchen, irgendwo einen Ausgang aus diesem Bereich zu finden. Das ist ja die andere spannende Geschichte immer. Dadurch, dass diese Höhlen halt in unterschiedliche Höhlen unterteilt sind. Und es... Ach komm. Und es eben Teleporter gibt, die dich zu unterschiedlichen Flecken bringen. Muss man ja immer irgendwie gucken. Der offensichtlich, okay. So. Gut, ich brauche noch zwei Mias, ich brauche noch immer diese Orchid-Dinger. Gut, da ist schon mal einer. Das gefällt mir schon mal. Nicht so. Wieso tut denn der Teleport eigentlich nicht? Das finde ich gerade sehr befremdlich. Und dieser Teleporter nicht tut. Okay, ich habe hier was auch immer. Da muss ich mal wieder mein Englisch erweitern. Jo, Kirschen. Müssen zwei gewesen sein. So, wo geht's hier weiter? Nach oben, sagt er.
What the? Wow, vergiss es. Gut, darum ist ein Mir. Ich brauche noch einen. So, das mache ich jetzt alleine nur deswegen, wegen diesen wichtigen und witzigen Checkpoints. Oh ja. So. Und dann brauche ich noch den Dinger. Der geht dahin irgendwo. Wie komme ich da rein? Vermutlich mit dem Teleporter. Genau. Aber ich habe jetzt 3 Saves. Wow. Lasergun klingt auch nicht schlecht. Gut. War jetzt gar nicht so dramatisch. Zum Glück kam deine Lasergun rein. Also für solche Dinge ist einfach die Lasergun die bessere Waffe. Offensichtlich. Wer teleportiert sich denn da eigentlich die ganze Zeit? So. So, da müssen wir jetzt gar nicht lange drüber diskutieren. Karte geschafft. Und wieder mal. Gebiet perfekt bereinigt. Perfekt. So, wir sind wieder knapp unter der Zeit. Ja, es tut mir leid, dass es diesmal alles so kurze Folgen sind, aber es lohnt sich einfach gar nicht, hier wirklich jetzt schon anzufangen, die nächste, und dann mit drin wieder aufzuhören und dann bei der nächsten dann abzuschließen und. Ich könnte natürlich sagen, ja. Ja, und wie ihr vielleicht seht, ich habe hier irgendwie systematisch erstmal die ganzen Höhlen ausgespart, die irgendwas mit Rutschen zu tun haben, weil das ja eh ein Spaß wird, mit dem wir uns mit Sicherheit länger beschäftigen werden. Da könnt ihr euch schon drauf freuen, quasi in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich bis dahin. Wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns in der nächsten Folge.